Ich darf begrüßen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des VfL Osnabrück am Samstag beim TSV 1860 München. Hier oben neben mir begrüße ich unseren Cheftrainer Daniel Scherning und Omar Traoré. Omar, wie geht's dir nach dem letzten Spiel? Du hast deinen ersten Drittliga-Treffer erzielt und den ersten Treffer für den VfL Osnabrück. Ja, klar, natürlich sehr gut. Ich bin froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Ich glaube, es war ein nervenaufreibendes Spiel für alle Beteiligten. Und ja, in erster Linie war es wichtig, dass wir diese drei Punkte geholt haben. Und klar bin ich auch froh, dass ich mit dem Tor dazu beitragen konnte. Wichtiger Treffer beim 3:2-Sieg gegen Verl. Jetzt geht es am Samstag nach München oder gegen 1860 München. Was erwartest du für ein Spiel, Omar? Ja, ich denke, wir treffen auf einen ähnlich starken Gegner. Und es wird, glaube ich, auch ein schwieriges Spiel. 60 ist gut drauf. Ja, wie gesagt, ähnlich guter Gegner, wie wir es sind. Und ja, da kann man sich auch auf ein spannendes Spiel freuen. Und wir werden alles daran setzen, auch das Spiel erfolgreich zu bestreiten. Daniel, wie groß ist die Vorfreude bei dir auf das Spiel am Samstag? Und wie siehst du den Gegner? Ja, die Vorfreude ist natürlich wahnsinnig groß. Ich denke, dass ja zwei Top-Mannschaften der Liga, die beide gut drauf sind, am Samstag aufeinandertreffen. Vierter gegen Fünfter, Verfolgerduell. Und ja, die Löwen haben eine gute Phase jetzt seit der Winterpause, ähnlich wie wir, haben 27 Punkte aus 13 Spielen geholt. Wir haben 25 aus 12, also ungefähr ein gleicher Schnitt seit der Winterpause. Ich denke, dass es eine wahnsinnig intensive Atmosphäre geben wird mit einem wahrscheinlich ausverkauften Stadion, vielen 60-Fans, aber natürlich auch viele Lila-Weiße, die uns begleiten werden, die uns unterstützen werden. Da müssen wir darauf eingestellt sein, dass es ein Fußballspiel wird in einem Hexenkessel, wo es natürlich darum geht, oben dran zu bleiben. 60 ist wie gesagt, eine Top-Mannschaft der Liga. Wirkt sehr strukturiert im eigenen Ballbesitz. Wenn man ihre Tore auch sieht, dann erkennt man klare Muster, immer wieder identische Laufwege, immer wieder eine gute Boxbesetzung, eine gute Rückraumbesetzung, eine gute Absicherung, was dann auch dazu führt, dass sie Ballrückeroberung haben. Wenn sie die haben, sind sie stark, können gut kontern, haben viel Tiefe, viel Zielstrebigkeit drin. Ich gehe auch davon aus, dass sie uns sicherlich hochpressen werden, um sofort auch das Stadion zu aktivieren und für eine noch intensivere Stimmung zu sorgen. Das wissen wir. Das ist auch etwas, wo wir die Mannschaft ja sicherlich jetzt auch noch mal intensiv darauf vorbereiten werden. Wir freuen uns auf das Spiel, weil wir, ja, ich habe das ja auch nach Fair gesagt, jetzt auch ein Dreivierteljahr darauf hingearbeitet haben, auf solche Dinge, auf solche Tage wie Samstag. Das ist, glaube ich, für jeden Fußballer überragend, so ein Spiel, an so einem Spiel teilhaben zu dürfen. Und wie gesagt, da sollten wir uns drauf freuen. Wir wissen auch, dass wir dort bestehen können, wenn wir nicht eine gute, sondern eine sehr, sehr, sehr gute Leistung abliefern. Wir müssen sehr diszipliniert sein, gut umschalten in beide Spielrichtungen. Wir müssen bei Standards sehr wach sein. Brauchen einfach in jeder Spielphase maximale Disziplin, maximalen Fokus. Und dann werden wir unsere Stärken auch in dieses Spiel reinknallen. Und wenn wir das schaffen, dann, das hat man jetzt am Montag auch gesehen, dann sind wir in der Lage, zu jeder Zeit jedes Spiel zu entscheiden. Nicht mit dabei sein wird Bamor Kasimakala aufgrund seiner fünften gelben Karte, die er gesehen hat, gegen Verl. Wie sieht es ansonsten personaltechnisch aus, Daniel? Ja, ähnlich wie gegen Verl oder wie beim Verl-Spiel. Bertram, Bermann, Tafazofer werden ausfallen. Simakala kommt dazu. Ja, also eins ist auch klar, wir kommen sicherlich nicht in Bestbesetzung nach München aufgrund der Ausfälle. Aber wir kommen schon mit einer breiten Brust, mit viel Selbstvertrauen und auch mit einem klaren Ziel. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und dann würde ich die Fragerunde eröffnen. Wer macht den Anfang? Burkhard Tillner, bitteschön. Ja, wunderschönen guten Morgen in die Runde. Hallo. Dann zu Marc Harder ist gerade nichts gesagt worden. Also kann ich davon ausgehen, dass Marc Harder einsatzfähig sein wird in München?
Ja, wir haben jetzt die Tage genutzt natürlich, um ihn intensiv zu behandeln. Ist jetzt gerade auch nochmal am Trainingsgelände individuell mit unserem Athletiktrainer unterwegs. Wir testen da an. Es geht Tag für Tag einen Schritt nach vorne. Ich gehe davon aus, dass er auch morgen normal trainieren wird und Samstag auch zur Verfügung steht. Ja. Du bist noch frei, Burkhard, gerne. Okay, ja, dann eine Frage an Omar Traoré. Als Osnabrücker in Osnabrück zu treffen, so einfach kommst du nicht davon. Das musst du schon ein bisschen genauer erklären, wie das so war auf dem Platz. Und dann frage ich auch mal, bist du selber überrascht, dass du den ersten Treffer mit dem linken Fuß erzielt hast? Ja, also erstmal zum Tor, wie es so passiert ist. Ich habe gesehen, so dass die Situation, oder ich dachte, dass die Situation schon zu Ende ist, aber dann habe ich gesehen, dass Flo nochmal ausholt. Und dann kam der Ball halt perfekt da in die Richtung und habe versucht, dann mit der Brust anzunehmen und den dann ja, mit dem linken Fuß dann reinzumachen. Und ja, ein bisschen überrascht schon. Also, aber dass er es mit dem linken Fuß war, aber. Ja, ich habe den Ball einfach so genommen, wie er kam, auch wenn es mein schwächerer Fuß war und habe mich dann riesig gefreut über das Tor. Und wie Sie es schon sagten, natürlich ist es ein besonderes Erlebnis, hier zu Hause zu treffen und dann das erste Tor natürlich hier zu Hause zu machen. Ja, sind natürlich viele Freunde, Familie waren da oder waren auf der Tribüne und da ist das schon ein besonderes Erlebnis für mich gewesen und habe mich sehr darüber gefreut, ja. Kann ich nochmal? Ja, bitte. Ja, okay, dann frage ich jetzt nochmal, das war jetzt der Rückblick, jetzt schaue ich mal nochmal nach vorne. Wie bereitet euch, also die Frage geht an Oma, klar, wie bereitet euch das Trainerteam auf solche Spiele vor, zum Beispiel jetzt auf München? Kannst du das mal konkret sagen, was da passiert genau? Es ist eigentlich vor jedem Spiel ähnlich, also erstmal war es jetzt so, dass wir nach dem Spiel natürlich auch die Sachen angesprochen haben, die jetzt nicht so gut waren. Und ja, die werden wir noch weiter thematisieren. Aber dann ist auch der Blick schon direkt Richtung das Spiel dann jetzt gegen 60. Und da werden wir heute auch anfangen, da zu analysieren und auf die Stärken und Schwächen des Gegners einzugehen. Und so bereiten wir uns dann auf jedes Spiel vor. Und so werden wir uns auch auf das Spiel am Samstag vorbereiten. Ja. Okay, einen habe ich noch. Und zwar vor dem Spiel gegen Verl ist mir so aufgefallen, also da war Danilo so, ihr hattet einen Kreis gebildet und was hat er euch da noch mit auf den Weg geschickt vor diesem Spiel? Das war ja ein bisschen intensiver, was er euch da wohl gesagt hat. Ich glaube, Sie meinen beim Aufwärmen wahrscheinlich dann, oder? Beim Aufwärmen, ja. Beim Aufwärmen. Genau. Ja, den Kreis bilden wir eigentlich auch jedes Spiel, aber er hat da nochmal zur Mannschaft gesprochen und hat uns nochmal eingeschworen aufs Spiel, also dass wir auf unsere eigenen Stärken ja, gucken sollen, die dann ins Spiel bringen sollen und hat uns einfach Mut zugesprochen für das Spiel und ja, das hat dann auch gut geklappt. Ja, stimmt. Weitere Fragen an Omar oder unseren Trainer Daniel Scherning? Ja. Dann darfst du noch weiter, Burkhard. Ja, wunderbar. Dann wird es ein Zwiegespräch hier. Aber jetzt die Frage an den Trainer. Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann steht nach dem Spiel in München die Rückreise an nach Osnabrück und dann ist Dienstag das Spiel in Halle. Hat man da nicht vielleicht gerade jetzt auch aufgrund dieser engen Termine, die da aufeinander folgen, mit dem Gedanken gespielt, vielleicht gleich, keine Ahnung, nach Leipzig oder Meuselwitz oder irgendwo, was da sonst noch so liegt, zu fahren, um da zumindest einen Reisetag sich zu ersparen? Ja, natürlich haben wir das thematisiert. Natürlich, das Halle-Spiel ist jetzt relativ kurzfristig dann auch erst verlegt worden, beziehungsweise dann auch auf den Dienstag gelegt worden. Und wir haben da verschiedene Möglichkeiten geprüft. Wir haben alles mal durchgegangen, in München zu bleiben, von da nach Halle oder nach Leipzig zu fahren. Zu fliegen, was natürlich auch mit einem riesen Kostenfaktor und dann natürlich auch ja, einem möglichst günstigen Flugplan irgendwie verbunden ist. Das haben wir auch irgendwie wieder zur Seite geschoben und jetzt haben wir uns dafür entschieden, dann direkt nach dem Spiel auch wieder zurückzufahren. Ich glaube, dass es auch die beste Regeneration ist, wenn du natürlich zu Hause bist, wenn du in deinen
vier Wänden in deinem Bett schlafen kannst. Das ist sicherlich in diesen zwei Tagen dann auch wichtig, dass die Jungs wenigstens einen Tag zu Hause haben. Dazu kommt noch, dass das Ostern ist, dass natürlich jeder auch mit seiner Familie dann erstmal einen freien Sonntagnachmittag auch haben wird und wir dann am Montag nach Halle fahren. Gibt es noch Fragen? Burkhard macht das schon ganz gut. Na, Kalle, frag mal was. Ich krieg meinen Maul nicht auf, glaub mir das. Okay, dann frage ich nochmal. Und zwar, wenn man auf die Tabelle schaut, bei den Mannschaften, die oben stehen, fällt auf, dass 1860 schon als einzige 40 Tore von diesen Mannschaften kassiert hat. Ist das vielleicht auch ein Ansatz, dass man sich da vor dem Tor der Münchner ein bisschen mehr ausrechnet? Also sie vom eigenen Tor wegzuhalten ist schon schön, aber vom gegnerischen Tor könnte auch mehr gehen? Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt eine große Rolle für Samstag spielen wird. Ich denke, dass es ein extrem enges Spiel sein wird, ein Spiel auf Augenhöhe werden wird, wo es auf Kleinigkeiten ankommt, wo es sicherlich dann auch darauf ankommt, in diesen Momenten, die du um die gegnerische Box rum hast, einfach ja natürlich das immer wieder auch als Riesenchance zu nehmen, weil ich gehe davon aus, dass wir nicht so häufig wie vielleicht in anderen Spielen vor ihr Tor dann kommen. Also müssen wir die Möglichkeiten, die wir dann haben, natürlich möglichst maximal gut nutzen, ne? Und gleichzeitig wird es dann aber auch darauf ankommen, dass wir und wir haben in den letzten Spielen sehr, sehr wenig zugelassen gegen unsere gegnerischen Mannschaften. Haben wir dann aber trotzdem immer wieder auch Gegentore kassiert. Ne? Also der Gegner hat jetzt nicht so viel an Möglichkeiten gehabt, trotzdem dann auch jetzt Ferl zwei dieser Möglichkeiten genutzt. Und das gilt es abzustellen, dass wir hochkonzentriert sind, dass wir unser Tor mit aller Macht verteidigen, auch nicht nur da in Abwehr und Offensive oder in Defensive und Offensive teilen, sondern dass es ein Gemeinschaftsprojekt ist als Mannschaft. Wir greifen zusammen an, jeder kann Tore erzielen, jeder kann dort Verantwortung übernehmen und jeder muss auch unser Tor schützen am Samstag. Das wird wichtig sein, weil ich glaube, dass, wie gesagt, dass es ein extrem enges Spiel sein wird, wo Kleinigkeiten entscheiden werden und wo es vielleicht dann auch gar nicht so viele Tore gibt, wie man vorher von dem Spiel erwartet. Dann immer weiter. Okay, dann noch einmal die Frage, Kleinigkeiten können entscheiden. Eine Kleinigkeit, vielleicht ist sie doch gar nicht so klein, ist ja, dass der Kollege Michael Kölner nicht da unten am Rand stehen wird. Der wird logischerweise irgendwie Einfluss drauf haben, aber der ist gesperrt und ich konnte unter der Woche irgendwo lesen, dass Daniel Scherning auch so ein bisschen Selbstkritik sagt, ja, in gewissen Situationen muss ich da vielleicht bei mir auch einiges überdenken. Was sind denn das für konkrete Dinge und wie emotional wird Daniel Scherning bleiben? Ja, wie emotional, das können andere beurteilen. Ich glaube, dass ich weiter so bin, wie ich bin, an der Linie und da will ich mich auch nicht verändern. Und das, was ich damit gemeint habe, ist einfach, dass ich kann mich an die letzte gelbe Karte erinnern, die ich bekommen habe, wo ich es ein bisschen natürlich auch abgewunken habe und ich glaube, dass das einfach in so einem Moment nicht sein darf. Auch am Montag beide Trainer, mit Schniert und ich, einen Austausch mit dem Schiedsrichter gehabt unter vier Augen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn ein vierter Offizieller nicht da ist, der immer so ein bisschen als Puffer natürlich in der zweiten und ersten Liga dient. Einfach da offen und ehrlich auch miteinander zu kommunizieren. Ich war auch nicht so einverstanden mit der Schiedsrichterleistung, gerade so in den ersten 25 Minuten, weil mir da zu viel insgesamt auch gegen uns gepfiffen wurde, zu viel Kleinigkeiten dann auch abgepfiffen wurden. Das, wie gesagt, das haben wir thematisiert, damit war das Thema auch abgehakt und das sind sicherlich auch Dinge, in denen ich mich entwickeln werde und auch muss, um dann natürlich auch meiner Mannschaft weiterhin zur Verfügung zu stehen. Ich glaube, auf Michael Kölner bezogen, das ist sicherlich kein Vorteil für 60 auch sein wird, dass er nicht dabei ist, weil er schon sehr erfahren ist und auch immer wieder versucht, Einfluss aufs Spiel zu nehmen. Aber wir werden das Spiel nicht deswegen gewinnen, weil er nicht an der Seitenlinie steht. Das hat, glaube ich, auch insgesamt diese Drittligasaison schon bisher gezeigt, wo er nicht der erste Trainer ist, der gesperrt ist und dann auch
dass ich kann mich an Lautern und Braunschweig erinnern, glaube durch Corona auch, dann ja trotzdem auch keine Auswirkungen aufs Ergebnis hatten. Ja, aber ich freue mich insgesamt drauf, egal wer an der Seitenlinie steht, das ist mir dann als gegnerischer Trainer auch, ja, auch relativ egal auf das Spiel. Und ich hätte mich schon geärgert am Montag, wenn ich das Spiel jetzt nicht hätte miterleben dürfen. Ja. So, sind noch Fragen offen geblieben? Nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für die Teilnahme bei euch beiden hier oben natürlich auch, bei allen Zuschauern, die uns live verfolgt haben bei VfL TV. Wir melden uns am Samstag wieder von der Grünwalder Straße. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss, viel Erfolg. Dankeschön. Frohe Ostern, viel Erfolg. Frohe Ostern.